Ihr habt meine Nachtfries, mein Name ist Sofian, ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich für euch heute wieder einiges vorbereitet. Es ist zum Clash zwischen Arafat und Barello gekommen, wegen der Kampfabsage. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen gemeinsam rein. Boxkunst, Hamza und Anita. Danke, Gara. Ich bin der Deutsche, der Libanesische. Nina, sag Alter, du bist ein Kirmesboxer, hast du mich verstanden, Hamza? Red vernünftig, nimm diese Namen nicht lieb und die sind viel zu mächtig für dich. Du, ich ETA Arben, danke. Ich bin Smoking Joe Frazier, aber in arabischer Version. Leute, zwei Hosen. Kommt, Leute. Immer so, wenn ihr boxt, immer so Kopf bewegen. Da, Schultern, so, da. Immer so. Stellt euch mal vor, Hamza geht in den Ring rein und knockt einfach Hamid in erster Runde aus. Ey, dann müssen wir uns alle bei unserem kleinen Löwen Hamza entschuldigen. Ich bin der Deutsche, der Libanesische. Nina, sag mal. Ja. Genau so. Immer so Kopf bewegen. Da, Schultern, so, da. Immer so nach hinten ausweichen. Und dann, Die Kunst beim Boxen ist auszuweichen und Beinarbeit. Digga, das heißt, du Männeck, die Kunst beim Boxen heißt, zu schlagen und nicht getroffen zu werden. Was redest du da? Und Schlagkraft zu haben. Nicht nur einfach so zu kämpfen wie ein Verrückter. Wallah. Alles mal zwei, Leute. Tante ist kalt, Barello. So, andere Zimmer, ich bin hier, ja, oder? Ja, aber ist kalt. Okay. Ist kalt. Mach das zu. Okay, mach bitte zu. Mach wer bitte ist das? Zu, meine Tante. Oh Mann, ey. Digga, die denkt sich auch, was für ein NPC-Neffen habe ich. Wallah, du bist nicht normal, ich schwöre. Ja, was hast du hier gemacht mit das? Was? Mit denn? Was hast du gemacht? Ah, Parfüm wegen oh Riech. Gott. Oh Gott. Alles gut, der Barello ist eingeschränkt. Die Tante hört sich auf jeden Fall sympathisch an. Aber muss wahrscheinlich auch schwer sein, so einen wie Barello bei sich zu Hause zu haben. Sagen wir mal ehrlich. Das ist ja so, als hättest du einen eingeschränkt bei dir zu Hause. Hamza und Hamid. Abu Hamza, was geht ab? Leute, inshallah, das hat gerade jemand aufgenommen. Coach Frankie, schau mal kurz rein. Auf die 1. TikTok ist gechillt. Alle sind am Chillen. Hallo, Coach. Wir wollen nicht mehr chillen. Rami, raus mit dir. Ich höre schon an deinem Spiel. Was? Nein! Dass du nur nein. Ärger bringst. Du bringst nur Ärger. Nein! Okay. Chill. Lass ihn reden. Ich habe eine Frage. Raus. Ist aber besser so. Manchmal muss man vorsichtig sein. Man darf nicht jeden vertrauen, Coach. Sag ich dir ehrlich, so wie es ist. Man muss vorsichtig bei sowas sein. Aber guter Aufwärmclip. Schau mal rein bei dem Coach, was da abgeht. Wenn, doch, die kann Deutsch. Guck mal, wie hübsch sie ist. Wenn ich die trainiere, die wird noch hübscher. Okay. Was ist das denn, Digga? Wie bitte? Was soll das heißen, Digga? Der ist doch schon schön genug. Entschuldigung, bist du ein Junge? Ich will dir doch nur helfen. Coach! Sag mal! Die Arme! Ein Junge? Okay, sie ist mit. Alles klar. Maria, okay. Trainierst du? Machst du Sport? Ja. Guck, Frauen machen Sport, Männer nicht. Männer, die nehmen nur Sachen, warte damit ab, die breiter warte werden. Warte ab. Junge, das Einzige, was breit ist, ist deine Nasenlöcher. Red nicht so. Warte, okay, was willst du mir jetzt damit erklären? Was willst du mir damit erklären? Warte ganz kurz, ich zeig dir. Warte, nimm tief Luft, beruhig dich, Coach. Ja, mach. Maria. Ja? Trainierst du? Ja. Wie oft? 1 bis 2 Mal in der Woche. Nimm sie in die Mülltonne. Das ist nix. Das ist nichts. Ja, lieber. Nimm, geh Maria. Geh Maria. Geh bitte. Mir ist der so breit reden. Geworden. Hör mir zu. Wenn du ein, zwei Mal die Wanne schlägst. Maria, einfach rausgehen. Es ist einfach rausgehen, dann bist du glücklicher. Geh. Einfach Maria, rausgehen. Seit wann trainiert er? Er ist doch in der Entwicklung. Okay.
Maria. Also ich gehe ins Gym nicht, weil ich irgendein Ziel habe. Ja, sie redet einfach. Ihr ist Digga, völlig egal, was du fragst. Oder redet immer dazwischen, Leute. Wie lange ist wieder dazwischen? Lass doch mal eine Frau ausreden. Nur weil du da so ein bisschen breiter bist, heißt doch nicht, dass du reden darfst. Ey Coach, ich schwöre bei Gott, ne, du bist mir ein richtiges Dorn im Auge geworden. Hast du mich verstanden? Also ich rede nicht von Coach Frankie natürlich, ne? Coach Frankie, Bruder, ich bin ein großer Fan, aber ich rede wieder von Coach Lasdam. Coach, pass auf, weil du redest mit dem. Du, hör zu, ich lasse jede Frau ausreden. Habe ich dich nicht immer ausreden lassen bis jetzt, Coach Lasdam? Ich bin keine Frau, ich bin ein Weißkopfadler. Okay, also Maria, rede mit Lass die Marie ausreden. Wie, hast du neu angefangen? Ich bin ein Adler. Das ist das nicht von Party, Bruder? Ich bin ein Adler. Du hast mich eingesperrt. Nein, seit so ein paar Monaten erst. Oh, die regt mich auf. Raus mit dir. So, fertig. Dann ein emotionaler Clip. Ein Fan hat Coach Frankie um 22 Uhr bei Rewe erkannt. Schauen wir kurz rein. Lass mich mal bitte los. Sag mal, das ist Belästigung, Coach. Lass mich los. Was sagst du, Gil? Nö. So, ist das wirklich ein Fan oder was ist hier los? Coach, was ist Sache da? Sag es mir bitte. Das sieht nicht nach Training aus. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, das war die Sektion. Kommen wir zum Hauptteil. Und zwar zu dem Gespräch zwischen Arafat und Barello. Schauen wir erstmal einen Clip davor rein, bevor wir in das ganze Ding reingehen. Und zwar, Barello hat mit Arafat telefoniert. Schauen wir rein. Ich schwöre auch an alle Leute gerade, die hier zuschauen. Ich habe absolut nicht darüber zu entscheiden, was Barello macht und was nicht. Der Junge ist alt genug. Und das, was er empfindet, das sagt er auch. Ja, nee, Walla, das sieht immer nach außen hin. Die Leute denken, ich habe irgendwas damit zu tun, Barello, Walla. Ja, Walla. Ja, Walla. Ja, keine Ahnung, ich find's einfach nicht cool. Hast du deine Sachen geklärt? Welche Sachen? Hast du mit Arafat telefoniert? Ja, ich hab schon mit denen telefoniert. Ich hab erzählt so, ne? So und so, ich will so und so, ne? Aber das, deswegen haben wir privat geredet, damit das nicht öffentlich... Guck mal, was, Barello, es gibt einen Clip. Der wurde gestern gepostet, den muss man jetzt nicht unbedingt heute nochmal zeigen. Barellos Angst, weswegen auch einfach abgesagt hat, sagen wir mal abseits von dem Geld, ne, ist die Angst um die Sicherheit. Ne? Die Angst um die Sicherheit. Warum? Beim Face-Off haben wir gesehen, obwohl da Sicherheitskräfte waren, gab es trotzdem, Leute hatten Messer dabei. Ne? Als Umut die Flasche auf diese Person geworfen hat, hat die Person ja den Stuhl zurückgeworfen. Aber was nicht zu sehen war, ist, dass die Person auch ein Messer gezogen hat. Und Barello hat berichtet an dem Tag selber noch, dass Leute mit Messern und da gewesen sind. Und vielleicht sogar noch Schlimmeres. So, ist ja eine No-Go, ne? Am Ende des Tages, Sicherheitskräfte sind da, um jeden zu kontrollieren und die Waffen abzunehmen, sodass keiner zu Schaden kommt. So, außerdem hat er noch Angst, dass er halt einfach Backpfeifen kriegt. Er ist nicht mehr gut mit den Abu-Chakas. Sie können vielleicht jetzt nicht mehr 100%, wollen vielleicht auch nicht mehr 100% für seinen Schutz sorgen. So, wobei meiner Meinung nach, egal wer da jetzt auftritt und wer da kämpft, für seinen Schutz muss gesorgt werden. Es gibt also unzählige Menschen, die ihn halt natürlich packen wollen, gerade in Berlin. Und ob es überhaupt möglich ist, ihm so weit Schutz zu geben, dass ihm nichts passiert, kann ich wirklich nicht sagen. Es ist recht, weil er im Ring ist. Ne? Kann ja sein, dass jeder da haut. Ne? Wenn eine große Menschenmenge ihn wirklich packen will, dann werden die ihn packen. So, er hat halt einfach Angst. Das sind so seine ganz, ganz, ganz großen Ängste, weswegen er teils vielleicht auch neben dem Angebot nicht kämpfen möchte. So, das ist noch wichtig zu wissen. Jetzt gehen wir rein in das Gespräch zwischen Barello und Arafat, wo das Ganze diskutiert wird. Schauen wir rein. Alaikum salam. Gut, und dir? Auch gut, ja. Aber ich habe, Nabil, ich habe einen Kampf abgesagt, Wallah. Ja, das ist mir schon bewusst. Guck mal, Hamid. Ja, lass mal diese Matches ganz kurz. Ja, lass uns mal kurz Tacheles reden. Danach könnt ihr matchen. Hamid, ich respektiere dich sehr als Person, aber so wie du dich die letzten Tage verhältst, ist meiner Meinung nach ein bisschen kindisch. Weil wenn der Junge dir ganz klar und deutlich macht, dass er nicht kämpfen möchte, dann brauchst du nicht drauf rumhaken oder sagen... Warte mal eine Sekunde. Ja, assalamu alaikum. Nein. Ja, langsam wird das lächerlich, ja. Die Leute versuchen auf Krampf irgendwas zu erzwingen. Barello, wenn du sagst, du kämpfst nicht und der immer noch sagt, ich habe nichts schriftlich bekommen oder sonstige, Bruder, wo sind wir hier? Ja, Wallah, aber.
Nabil, wie geht's dir? Ich fick diesen Vertrag, Mann. Da sind gerade andere Sachen im Hintergrund am Laufen. Mein Nabil, erstmal, das Ding ist, ich weiß auch gar nicht, warum du dich einmischt. Weil das ist eine Sache zwischen mir und ihr, ihm meinen Vertrag unterschrieben. Ihr versucht den Jungen zu erpressen. Wenn du dein bester Freund bist, wärst du mit nach Hamburg gekommen. Wenn du mit deinem Freund bist, wärst du nach Hamburg mitgekommen. Du bist ja nicht mehr nach Hamburg gekommen. Ich versuch doch, meinen kleinen Jungen Druck zu setzen. Wer setzt dir welchen Druck? Wer setzt dir welchen Druck? Guck mal, du warst, vor ein paar Tagen warst du live, du warst in deiner Kampfsportschule, die Leute schreiben zu dir, der Barello bricht den Kampf ab. Dann zeigst du irgendwelche Kämpfer, irgendwelche Hampelmänner und sagst, die fahren zu dir nach Hause, die brechen dir seine Beine. In was für einem Film bist du? In seinem Film. Mann, in seinem Film bin ich. Oh mein Gott. Bester Boxpromoter. Sagt einfach, Junge, ich breche die Beine dafür. What the fuck? Guck mal, am Ende des Tages, guck. Wenn jetzt, es gibt zwei Szenarien. Wenn jetzt Barello wegen, weil er jetzt mit neuen Leuten connected ist und bei der Veranstaltung antritt, wo man sich seinen Sachen denken kann, wegen mehr Gehalt, dann ist es unfair. Ne? Ist es nicht korrekt. Warum? Ganz einfach, du hast dein Wort gegeben, du hast einen Vertrag unterschrieben, andere Leute, das ganze Veranstaltung ist um dich und Barello, um dich und Kurt Ibo, der Kampf, ne, strukturiert worden. So, da sage ich, ne, wäre nicht korrekt von Barello. Absolut, weil er kann sich das leisten, abzusagen. Aber es gibt natürlich auch Leute da, ne, die diesen Kampf kriegen, die vielleicht eine Summe kriegen, die sie, ne, die das Ganze erst überhaupt für sie lukrativ macht, diese ganzen New TikTok-Dinger, versteht ihr? Diese TikTok-Livestreams. So, das andere Szenario wäre natürlich zu sagen, ey, Barello hat Angst um seine Sicherheit. Da habe ich mehr Verständnis für. Warum? Weil man nicht für die Sicherheit von gewissen Leuten auf diesem Face-Off sorgen konnte. Leute wurden geschlagen, Leute wurden eventuell sogar gepackt, ne? Dann noch diese Story mit Barello und Momo News, wo man nicht ganz genau weiß, was passiert ist. Vielerlei Dinge. So, dann ist ja noch so viel mehr passiert in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal in den letzten paar Tagen und Wochen. Da verstehe ich, wenn er sagt, ey, ihr habt keinen guten Job bei dem Face-Off gemacht, ich will nicht bei euch kämpfen. So, da gibt es aber noch Redebedarf. Da kann man ja noch, sage ich jetzt mal, Sachen klären. Das wäre, da müsste jetzt nicht, sagen wir mal, hundertprozentige Absage geben. Da könnte man ja noch mitarbeiten, wie viel Sicherheit und wie viel nicht. Aber das sind halt so die zwei Szenarien. Sein Film, wenn ich mit ihm Scherze machen will, kann ich so viel Scherze machen. Und wenn du sein Freund bist, warum bist du nicht nach Hamburg gekommen und hast ihn begleitet? Was sind das denn für Scherze? Das sind keine Scherze mehr. Langsam artet das Ganze aus. Das sind keine Scherze mehr. Das, was du sagst, das meinst du ernst. Du drohst hier mit irgendwelchen Anwälten und wenn er aber Spaß macht, wo, ist wer kein hat Spaß. Ihn das Bein gebrochen? Was, wo warst meine du Meinung nach, machst du mich lächerlich. Ich war für ihn in Hamburg da. Wo warst du denn für ihn? Was redest du denn da? Ich habe mich bestellt. Wenn er Probleme hat Problem? In Hannover. Ich hab er hat Probleme mit den Kollegen da. Ich habe ihn die Leute hingestellt. Tamam, du bist der Krasseste, du hast Hamburg. Ja, gekämpft. Komm, Nabil, du bist der Beste. Du bist der Krasseste. Warum ist Momo krass. Was passiert? Wenn das so eine krasse. Wo ist Momo was passiert? Wo ist doch was passiert? Oh! Ich hab's doch gesagt. Wo? Er hat einen Schlag auf seinen Hinterkopf bekommen. Wer ist. Hab ich das nicht gesagt? Ohne. Jeder sagt, nichts ist passiert, außer ich. Diese Quellen, Junge, aus der Hölle. Die Quellen aus der Hölle. Das. Und wenn ich er das bekommen hat, und wenn, ja, und sag, wenn er das, das ist gelogen, auch wenn er das bekommen hat, am Ende sind doch alle abgehauen. Da sagt ja, aber das ist auf der Veranstaltung passiert. Was für eine Veranstaltung? Security waren schon alle weg, alle waren zu Hause. Was redest du da? Laber keine natürlich, Scheiße. Natürlich, Mann, aber kein Müll, Mann, wenn du nicht dabei warst. Wenn du Mann genug bist, die gleichen Leute. Meiner Meinung nach machst du dich extrem unsympathisch, Mann. Und bring ihn nach Berlin. Was? Nimm Barello in der Hand und bring ihn nach Berlin dann. Wenn du Mann genug bist, dann fahr ein Video mit ihm mit. Du hast nicht darüber zu bestimmen, ob ich ein Mann bin oder nicht. Komm mal langsam ein bisschen auf den Boden der Tatsachen, weil du machst dich lächerlich. Der Junge möchte weißt, nicht kämpfen. Wer dich lächerlich macht, ich rede mal über dir, du machst dich lächerlich. Wer bist du der lächerliche Typ? Er will nicht. Ich erwähne dich gar nicht, was willst du von mir? Ja, aber ich sage doch, er will nicht. Er will nicht? Ich versuch Druck auf den Jungen auszusetzen, er möchte. Das hat mich gar nicht zu interessieren. Doch, es interessiert mich, dass ein Freund ja, von mir. Ja, dann komm nach Hamburg. Komm nach Hamburg? Und dann? Komm hierher. Was soll ich machen? Was soll da passieren? Junge, wir reden hier über Business, der will einfach kämpfen, ja? Dann reden wir gemeinsam, dann reden wir Auge zu Auge. Nicht so, ich bin in Dortmund, ich bin in Düsseldorf. Hör auf mit diesem Spielchen. Komm nach Bochum.
Oh, komm nach Bochum, komm nach Hamburg. Okay, alles klar, tamam, ich komm. Wir treffen uns an diesem Samstag, bin ich in GMC. Lass uns dann Gelsenkirchen treffen. Sehr gerne. Okay? Okay. Gut, alles klar, kein Problem. Trotzdem kämpft der Junge nicht. Lass ihn sehen. Hoffentlich reden und machen, was du willst. Ich kenne das mit Barello selber. Guck mal, du versuchst gerade auf seinen Namen. Da hast du gar nichts zu sagen. Du versuchst gerade auf seinen Namen Karten zu verkaufen. Der Junge sagt dir, er möchte nicht. Ja, okay? Genau. Und ich sage, ich habe Vertrag. Vertrag ist Vertrag. Ob islamischer Vertrag oder deutscher Vertrag. Er fühlt sich unwohl. Wenn ich es mit ihm rede. Der um sein Leben, er möchte nicht. Ja gut, dann ist Vertrag da. Dann schaltest du deinen Kunden. Vertrag. Bist du ein kleines Kind oder was? Willst du einen Menschen zwingen? Es ist schwierig, weil man kann hier auch die Situation oder Positionierung von Nebel verstehen, der auch vielleicht sich dieser Problematik bewusst ist, dass Barello in Berlin wirklich, gerade weil er auch nicht mehr cool mit den Arab, mit den Abu Chakas ist, wirklich in eine Situation geraten könnte, wo ihm wirklich wehgetan wird. Okay? Das ist Fakt. Ey, wen hat er nicht getriggert? Wen hat er nicht beleidigt? Wen hat er nicht gefrontet? So, der geht da wirklich. Und da war er schon in dem Face-Off selber, war er schon kurz davor, dass er teilweise richtig kassiert. Bilal Miri war ja auch da. Und da waren auch die Abu Chakas, die es für ihn geklärt haben. So, das heißt, wenn die nicht mehr cool mit sind, dann werden ja auch nicht mehr diese extra Wege gehen. Deswegen weiß man halt nicht. Da muss ich ehrlicherweise sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ihm da was passiert, ist groß. Ist sehr groß. So. Die Frage ist jetzt, ist es wirklich wegen dem oder ist es wegen dem Angebot, was höher ist, wo Barello kämpfen möchte? Ich weiß es nicht. Du versuchst gerade einen Menschen zu zwingen. Ich versuche gar nichts. Ich versuche nur, ich gehe nicht nach deiner Meinung. Wenn Barello mich persönlich anruft und zu mir sagt, hör mal zu, Bruder, so und so ist mein Problem, okay, ich, kannst du nicht verstehen, wenn ich der Letzte, der mit dir nicht reden würde. Aber wegen dir, mein Bruder, werde ich die ganze Kanone von den Anwälten durchschießen. Nur alleine schon, um dir dazu zeigen, wie es lang geht. Genau. Knall rein. Mach das gerne. Mach ich. Du bist deine Anwälte von mir? Ja, mach ich. Und mach jetzt woanders deine Promo. Du bist bei mir reingekommen. Ja, Bruder. Das heißt, ich mach woanders. Nabi, bleib einfach locker. Also, wie gesagt, Hamid und so, ne? Wallah, ich... Ey, Barello. Ja. Hör mal zu, wenn du zu mir gekommen wärst, du kennst mich, ich wäre niemals, wäre das so weit gegangen, dass ich mit dir so jetzt... Ja, die Art und Weise ist auch, da muss man sagen, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ist auch nicht korrekt. Er hätte Hamid erstmal anrufen müssen, ihm seine Sorgen oder vielleicht auch, sagen wir mal, das Gehalt, das Angebot, wie viel hätte er kriegen, ne? Will Hamid, sag ich jetzt mal, ihm dafür mehr geben für den Kampf? Man hätte vieles bereden können. In dieser Businesswelt, ne, musst du auch eine gewisse Verhaltensart, sag ich jetzt mal, an den Tag legen, die auch akkurat ist. Das heißt, vorher anrufen, abklären, dann in die Öffentlichkeit gehen und dann erst darüber reden. Aber einfach live gehen und sagen, yo, ich kämpfe nicht, ne? Natürlich wirst du damit vielen Leuten auf die Füße treten. Und eine Sache ist klar, keiner lässt sich ficken. Keiner lässt sein Business einfach sich an sich kaputt machen. Das sind so Sachen, da sage ich euch ehrlich, da wird Leuten wehgetan. Da passieren wirklich Sachen. Warum? Weil da verliert jemand Geld. Und das ist das Ding. Da hätte Barello einfach, um sich selber auch reinzuwaschen und zu sagen, ey, ich bin in der Situation 100% korrekt geblieben, ne, das ist wichtig am Ende des Tages, hätte er vorher Bescheid, das mit denen klären müssen. So, fertig. Reden muss. Wer ist Nebil? Ist es dein Rechtsanwalt? Wer ist das? Nein, er redet jetzt nur wegen mir, so, ne, weil ich habe ihn auch privat gesagt und so. Ey, Nebil, ich will dort nicht kämpfen und so. Was interessiert mich, Nebil? Wer ist zu mir gekommen, hättest du mir gesagt, so und so ist das Problem, so und so machen wir das, wäre kein Problem. Aber wer ist Nebil? Wer ist das? Nein, aber ich hab mit Arafat auch geredet. Ich habe ihm auch erzählt, ein paar Probleme und so, ne, so und so, ich will dort nicht kämpfen und so, ne, aber ich glaube, er hat mit dir auch nicht geredet und so darüber und. Es sind viele Sachen vorgefallen. Warum mischst du ihn überhaupt ein? Wem? Was? Warum mischst du Nebel überhaupt ein? Was hat er damit zu tun? Nein, er ist reingekommen, er wollte für mich reden und so, weil er ein Freund von mir ist. Ja gut, dann können wir ja gleich auch jetzt Yasser mit reinballern, dann Arafat mit reinballern, dann was weiß ich was. Arrogante Pate können wir mit reinballern. Soll ja jeder, bitte. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Arafat und so, weil er dazu gehört und so, kannst du auch reintun und so. Ne? Ich kann ihn auch erzählen und so, weil ich will dort nicht kämpfen. Ich habe ja nichts gegen dich, also, ne? Wallah.
Ihr sagt den Leuten, können gerne dahin gehen und so, ne? Und diese Kämpfe gucken. Es wird krass, Hamid gegen Hamza und so, es wird lustig, aber. Ja, ich bin jetzt so schade, Barello. Du hättest alles mit mir privat kennen können. Du hast mal jetzt mischst du irgendein Nebel mit ein und bla 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 bla. Ich weiß nicht, wer Nebel ist, was er. Ist es der neue Manager geworden? Ist es keine Ahnung? Keine Gründe. Von welcher Seite? Oder nicht? Es ging doch um dich. So, jetzt gehen wir rein in das Gespräch zwischen Barello und Arafat über den Boxkampf. Schauen wir rein. So, ihr seht schon, das Ganze ist sehr hitzig, sehr geladen. So gefällt uns das aber, um ehrlich zu sein. Guck mal, Barello, du redest hier die ganze Zeit. Keiner, weißt du was? Keiner ist geil drauf, dass du kommst und kämpfst. Du bist nicht Dreh- und Angelpunkt von irgendwas, okay? Ich sag dir das mal im Gesicht. Du bist einfach ein falscher 50er. Ich sag's dir in dein Gesicht, auf alle hören. Du rufst mich vor 2 Tagen an mit deiner Mutter, erzählst mir eine Geschichte, ich will die hier gar nicht erzählen. Es geht gar nicht um irgendwas, okay, um gar nichts. Ich habe dir gesagt, ob du boxst oder nicht, ist mir scheißegal. Erstens, stimmt's? Stimmt's oder stimmt's nicht? Weiß nicht. Was soll ich das wissen, ob dir scheißegal ist, ob ich kämpfe oder nicht? Anscheinend nicht, deswegen macht ja wenig gegen mich. Wo du mit deiner Mutter mich angerufen hast, vor 2, 3 Tagen, hast du mir eine Geschichte erzählt, hab ich gesagt, weißt du was, ich melde mich. Dann habe ich dich versucht zu erreichen, du gehst nicht mehr ran. Du kannst machen, was immer du willst, okay? Du bist hier niemand. Nein, es gibt Gründe, wallah. Es gibt viele Gründe, wallah. Es gibt keine Gründe. Von welcher Seite? Dass du dir einbildest. Aber nein, warte. Arafat, wie soll ich dahin kommen, wenn erstens, habe ich mich letztens nicht mit Yasser gestritten und du hast mir die Schuld gegeben? Stimmt das oder stimmt das nicht? Boah, Digga, ich bin so gut. Wie ich das alles calle, ohne das Hintergrundwissen zu haben, ist insane, ne? Ist wirklich insane, aber ich wusste es. Weil Barello, als ich euch gesagt habe, ich euch den zweiten Teil gezeigt habe zwischen Barello und Yasser, da hatte, glaube ich, Barello ein minutenlanges Telefonat, ne, was man natürlich nicht hören konnte, mit Arafat. Arafat hat zwischen, mitten in diesem Beef angerufen. Seit da an, ne, ist ja die Sache zwischen den allen irgendwie kaputt gegangen. So. Und ich gehe mal stark davon aus, dass an dem Tag waren die alle, ne, haben sozusagen den Kontakt abgebrochen. Und ich glaube, seit dem Tag hat Barello Angst, dass Yasser ihnen vielleicht irgendwas tut. Dass dadurch, dass er keinen Schutz mehr hat von den Abu Chakas, dass in Berlin was getan wird. Keiner kann ihm in Berlin irgendwie dann noch weiterhelfen. Ne? Keiner kann für seine Sicherheit 100% garantieren. Und davor hat er einfach Schiss. Ne? Und das ist das Problem jetzt. Weißt du, hast du doch die Schuld gehabt? Nee, warum war ich schuld? Aber was hat das eine mit das andere zu tun, wenn du dich mit Yasser streitest? Wie kann ich in einer Stadt kommen, wo du... Und das ist deine Ausrede. Hör mal zu, das ist deine Ausrede, weil ich sag dir ganz ehrlich, es ist mir egal. Und wenn du sagst, bei Khater, du hast mir gesagt, du kommst nach Hamburg. Und damit habe ich gesagt, dir, okay, ich komme auch. Okay? Ja. Kurz, wo ich in Hamburg war, hast du gesagt, weißt du was, ich komme nicht. Dann willst du mich verarschen, hast du mich hierher kommen lassen. Und du kommst nicht, dann bist du gekommen. Dann hattest du Probleme mit Bilal. Hast du geklärt. Dann hast du Probleme mit Atlantix. Hast du geklärt. Wer hat dich dann falsch angebracht? Aber weißt du was? Mir ist das egal. Momo News. Zum Beispiel gehen wir zu Momo News. Du warst auch dabei. Warum ist Momo News passiert? Hör zu. Hör auf mit deinen Billig-Ausreden. Geh mal zu Momo News. Guck auf dich. Du. Hä? Nein. Guck mal, wenn ich mit dir... Ich verstehe, was Arafat hier sagt. Arafat sagt, du benutzt jetzt gerade diese Sicherheitsgründe dafür, dass du am Ende des Tages diesen Kampf absagst. Ne? So, die Sachen, diese Problematiken, die du dir erschaffen hast, die hast du dir selber erschaffen. So, Bilal hat ihn nicht angefasst, das wissen wir, durch Arafat. Atlantix hat Probleme, Atlantix hat ihn, glaube ich, auch nicht angefasst, weil danach ist Barello mit Atlantix immer wieder live gegangen. So. Ne? Barello kann eventuell nichts passiert sein. Kann gut sein. Ne? Momo News wusste ich, da ist was passiert, aber Barello kann sein, dass er nicht angerührt worden ist. Die Problematik ist halt, es existiert natürlich ein Beef zwischen jetzt auch Nebil und Arafat. So. Die Frage ist halt, verfolgt Barello ehrliche Intentionen? Geht es hier um seine Sicherheit? Oder verfolgt er hier finanzielle Intentionen? Das heißt, möchte er irgendwo anders kämpfen, wo er mehr Geld dafür kriegt? Das sind Hintergrundwissen, die ich leider nicht habe. Und das macht natürlich auch die Situation viel, viel schwerer zu beurteilen. Bin mit einem Freund von mir. Hör mal zu, du bist, guck mal, du bist für dich, mit niemand anders bist du. Punkt 1. Du bist immer nur Ausreden. Guck mal den. Das sind völlig zwei verschiedene Personen. Sagen wir mal, du kommst. Hör mal zu, ich bin noch nicht fertig mit dir. Okay. Wenn du keinen Bock hattest von Anfang an,
wo wir in den ganzen Livestream kamen und hast gesagt, ich will gegen Kurt Ibo kämpfen, Kurt Ibo dies. Da kann man sagen, Oleg, Wallah, mir ist das egal, ob du kämpfst. Hör mal zu, das ist seine Veranstaltung. Mir ist das egal. Ich schicke dir weder einen Anwalt am Hals noch irgendwas. Es interessiert mich nicht. Ja, Hamid hat gesagt, mit Anwalt, also mit diesem Wickler. Hör mal zu, Hamid hat nur von dir erwartet, dass du ihn anrufst. Dann holst du mir Nabil rein, der für dich einen Anwalt schiebt. Was hat er damit zu tun? War er dabei in Hamburg? Nicht reden. Ich meine, Barello hat schon mal gekämpft, ne? Ihm ist nichts passiert, das muss man auch wieder sagen. Auch wenn im Face-Off was passiert ist, aber ihm im Camp selber, auch davor, ist ihm nichts passiert. Das heißt anscheinend, Arafat kann ja schon sagen, ey, wenn es um dich geht, beim Kampf selber, bis jetzt wurde dir kein Haar gekrümmt, ich kann auch garantieren, dass es beim nächsten Mal so sein wird. Es ist schwierig, ich muss sagen, weil ich verstehe hier irgendwie jeden. Ich verstehe Hamid, der natürlich auch bemängelt, dass Barello nicht mit ihm davor kommuniziert hat. Ich verstehe Arafat, der das Gefühl hat, dass Barello ganz andere Pläne verfolgt und das Ganze als Ausrede benutzt. Und ich verstehe auch Barello, der wiederum sagt, ey, ich habe Angst um meine Sicherheit. Das Problem ist, wo liegt hier die Wahrhaftigkeit? Wer ist hier ehrlich und wer ist hier eher unehrlich? Bis jetzt ist es noch nicht 100% rauszukriegen. Also wir müssen das noch beobachten. Warum kannst du nicht für dich selber reden? Ich hab nur geredet. Warte mal, warum musst du dich immer hinter Leuten verstecken? Ich verstecke? Ey, wir reden hier von Barello. Also bei allem Respekt, aber das ist der, der sich hinter anderen versteckt. Ist doch klar, Junge. Hör mal zu. Sei einmal ein Mann. Ich habe gesagt, ich will nicht kämpfen. Ist doch in Ordnung. Sei einmal ein Mann. Bevor du das hier rumposaunt hast, hättest du, oder weißt du was? Oder du bist ein, oder ich sage nicht, dass du, oder wenn du Barello zum Kampf gehörst, oder ich komme nicht mal dahin. Er ist Michael Jackson. Er ist nix. Okay, sei einmal ein Mann, du. Einmal ein Mann. Hamid, salamu alaikum, alaikum salam. Aber guck mal, Barello, wo du mich mit deiner Mutter angerufen hast. Ja. Ich weiß, wer bei dir zu Hause war. Zwei weitere Personen waren bei dir zu Hause. Ja, machst du mir auf laut, hast du damit und damit, deine Filme sind verbrannt bei mir. Nein, warum? Doch. Lass dich spielen. Aber weißt du was? Hör mal zu, Barello, ich bin nicht so und kläre diese Plattform hier. Ich kläre meine eigenen Sachen. Kläre meine eigenen Sachen auch, privat. Du hast noch nie irgendwas geklärt, davon abgesehen. noch nie in deinem Leben. Okay, ich bin ein Schlechter, du bist ein Guter. Lass mir das gesagt. Guck mal, du brauchst auch nicht, ich bin ein Schlechter, du brauchst diese Filme nicht zu schieben. Du hättest Hamid anrufen können. Salamu alaikum, alaikum. Mach mich doch! Barello, dein Bruder oder was? Ich war im Restaurant, ich hab dich angerufen. Er hat nicht über Absage geredet. Stopp mal. Von Anfang an kam ich über Tacheles hier. Hör mal zu. Nein. Hamid. Lass uns mal Tacheles reden. Ibo hat mich angerufen. Ja. Ibo hat mich angerufen. Ich lass mal das. Wie sagt man so schön? Butter bei der Fische. Ja. Und hat mir gesagt, du hast ein anderes Angebot. Du hast doch selber gesagt, ich habe ein anderes Angebot. Mach Angebot. Wir kämpfen woanders. Du willst mehr Geld haben. Interessiert mich nicht. Von mir kriegst du keinen Cent. Nein, es geht nicht. Es ist mir auch egal. Hör mir zu, es ist mir egal. Du verstehst es. Also sie sagen halt, dass ein Angebot von 4 Millionen. Ich kann es nicht verraten. GMC. Und ihr wisst ganz genau, es macht so viel Sinn. Also dass er ein anderes Angebot hat, macht so viel Sinn. Ne? Das macht sehr viel Sinn, wenn man sich damit auskennt. So. Aber Dicker. Weißt du, was die meisten hier denken? Nein, du bist die richtige Nummer. Du bist das so rüberbringen. Barello hat zugesagt, aber jetzt wegen Geld, falscher Fofia geht. Wallah, es geht nicht ums Geld. Ich will nicht dort kämpfen. Was? Es geht nicht ums Geld dort. Wallah, es geht nicht ums Geld. Aber du musst das so rüberbringen, damit die Menschen sagen. Nein, Barello. Barello, komm mir nicht an. Mein Bruder hat, du weißt doch, mein Bruder. Ich will dir mal was sagen. Mein Bruder muss nicht auf dich warten, bis du nach Berlin kommst, wenn er was von dir will. Erstens, mein Bruder will gar nichts von dir. Und ich sage dir ganz ehrlich, ja, du kannst gerne, dass sie alle hier hören, ich habe meinem Bruder gesagt, er soll mit dir nicht mehr live gehen. Punkt. Okay, kann ich dir was sagen? Nee, brauchst du nicht was sagen. Nein, warte. Dein Bruder geht mit mir nicht live, natürlich. Ich gehe auch nicht mit ihm live, ne? Weil wir haben uns gestritten wegen dieser Streit. Mein Bruder geht nicht mit dir live. Weißt du, was der Unterschied zwischen mir und deinem Bruder ist? Ja. Wir hatten was abgemacht und so, ne? Genau. Er geht nicht mit Nino und Rito live, dafür gehe ich nicht mit Bushido mit den anderen. Was hat er gemacht? Weil ich den nicht mehr live nehme, ist er mit den anderen live gegangen. Habe ich diese Aktion gemacht, bin ich dann mit Bushido live gegangen? Wenn du Allah liebst, Barello, wenn du Allah liebst,
Das war abgemacht. Du hör mal zu, nichts war abgemacht, hör mal zu. Hä, warum darf Yasser, sollte Yasser mit Nino und Reton nicht live? Hat Barello mit denen Stress? Das wusste ich gar nicht. Ah, das ist dann so nach dem Motto, damit dann Yasser den nicht oder den, die dann auch nicht mit denen zusammen. Ah, das ist auch, das ist richtig ausgefuchst. Im Sinne von, das sind natürlich auch Barellos größte Konkurrenten, indem die dann jetzt sozusagen, dass Yasser nicht mit denen live kriegt, können die natürlich auch nicht von dem Yasser-Hype profitieren. Und dafür geht dann Barello nicht live mit Bushido. Crazy. 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 Ich hab das schon gemacht. Ich hab's schon gemacht. Das sind deine Verwandten. Hör mir doch zu. Er ist mit denen live gegangen. Ich werde extra mit denen. Aber hab ich nicht gemacht. Wallah, ich hab nicht gemacht. Bist du leise? Geh mit Bushido live. Es geht nicht darum. Es geht um Loyalität. Du hast über Loyalität geredet letztens. So nicht. Du hast mit Loyalität nichts zu tun. Aber es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Wir sprechen hier ab. Wir brechen hier ab. Das Video darf nicht zu lange sein. Okay? Wir werden diesen zweiten Teil, auf den zweiten Teil von diesem Live morgen reagieren. Mit anderen Informationen. Warum? Weil es gibt noch andere Situationen, die sich dabei abgespielt haben, Gespräche, die stattgefunden haben. Und dann gucken wir gegen Ende des Videos morgen uns diesen Teil des Livestreams an, okay? Das war's erstmal. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, wie gut ich die Situation ohne das Hintergrundwissen verstanden habe. Ich habe euch gewarnt, ich habe euch gesagt, in ein paar Tagen wird das Ganze. Und wie ist das passiert? Ja! Und ich, ja! Dementsprechend, das war's von mir. Vergiss nicht mal, wieder zu sagen, Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.